Kinder, hier ist wieder eure Peppina. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Hört ihr das auch? Da oben fliegt ein Flugzeug. Wie genial wäre es denn, wenn wir riesengroße Flugzeuge ganz nah sehen könnten und vielleicht sogar in ein Flugzeug rein könnten. Habt ihr da Lust zu? Ja? Wow, ich glaube, ich habe da eine super tolle Idee, aber wir brauchen natürlich die Peppina Zauberkraft. Da müsst ihr mir jetzt helfen. Alle aufstehen, die Hände in die Luft und ihr wisst Bescheid, wie es weitergeht. Tee-Duff, Tee-Duff, genau, ganz laut. Und Tee-Duff, 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 Tee-Duff. Wow, schaut mal, wo wir hier sind. Im Technikmuseum in Sinsheim. Seht ihr schon diese riesigen Flugzeuge hier überall? Wow! Aber hier hat es nicht nur viele Flugzeuge, sondern auch Lokomotiven, Autos und einen richtig tollen Roboter. Aber jetzt zählen wir erstmal, wie viele Flugzeuge hier sind. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Genau, ihr habt super mitgezählt. Es sind 6 Flugzeuge. Und jetzt schauen wir mal, was es im Museum noch alles gibt. Kommt mit! Wahnsinn, was für tolle Autos. Und seht ihr da oben den Rettungshubschrauber? Der ist früher bestimmt ganz oft oben in der Luft geflogen. Aber bevor wir uns die ganzen tollen Autos mal anschauen, gucken wir uns zuerst diesen Mega-Roboter an. Passt mal auf, was der Spannendes drauf hat. Ich habe nämlich 3-Euro-Münzen und die werfe ich jetzt mal in den Automat. 1, 2, 3. Ich kann jetzt verschiedene Sachen aussuchen und ich wähle ein Auto. Der Roboter hat sich jetzt eine Box geschnappt und legt sie mir aufs Fließband. Na, was da wohl drin ist? Guck mal, was ich bekommen habe. Ein rotes Auto. Wow, ein VW-Auto. Da bekomme ich direkt Lust, selber Auto zu fahren und setze mich in ein Rennauto. Renn, 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 renn. Linkskurve, Rechtskurve. Renn, 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 renn. Das macht voll Spaß. Ein Motorrad. Wii, 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 wii. Ein altes Polizeiauto. Wow, was für eine coole Farbe. Schaut mal das grüne Rennauto an. Das sieht doch ein bisschen aus wie ein Frosch, oder? Wir fahren jetzt eine Runde Rennauto. Alle einsteigen. Run, run. Und los geht's. Das macht so viel Spaß. Boah, guck mal die kleinen Flugzeuge an. Könnt ihr auch so fliegen wie ein Flugzeug? Steht mal alle auf.
die Arme auseinander und wir starten los. Wir fliegen. Die Flugzeuge sind ja schon richtig cool, aber passt mal auf, gleich sehen wir noch ganz große Flugzeuge. Kommt mit. Und alle die Hände nach oben. Wow, wie riesig sind denn diese Flugzeuge? Seid ihr auch schon mal mit einem Flugzeug geflogen? Vielleicht in den Urlaub? Ja? Toll! Ich bin auch schon mal mit einem Flugzeug geflogen. Fliegen macht so Spaß! Und wisst ihr was? Wir dürfen sogar in die Flugzeuge rein! Ich stehe jetzt unter einem Flugzeug und seht ihr, was für riesengroße Reifen so ein Flugzeug hat? Und hier oben ist die riesengroße Tragfläche. Damit kann das Flugzeug fliegen wie ein Vogel. Und jetzt gehen wir mal rein. Kommt mit! Puh, das ist aber ein komisches Gefühl. Puh. Wir wollen natürlich ganz vor zum Cockpit und sehen, ob da ein Pilot drin sitzt. Wow, schaut mal rein. Leider sehe ich da keinen Piloten sitzen, dafür viele Knöpfe und Schalter. Das sieht aber total kompliziert aus. Kommt, wir gehen schnell wieder raus. Kinder, ich kann sogar den Boden des Flugzeugs berühren. Wow, das kann man tatsächlich nur hier im Museum. Vielleicht wollen wir das Flugzeug mal kitzeln. Kili, 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 kili. Kommt mit. Damit so ein Flugzeug überhaupt es fliegen kann, braucht es natürlich ein Triebwerk und das seht ihr genau da drüben. Damit kann es richtig stark beschleunigen und abheben. Und jetzt nehme ich euch mit in eine echte Concorde von Air France. Wow, seht ihr, wie weit es bis zum Cockpit ist? Das dauert ja ewig, bis wir vorne sind. Kinder, ihr müsst mir helfen. Ich schaffe das nicht allein. Ihr müsst eure Hände nach oben nehmen und gemeinsam mit der Peppina-Zauberkraft schaffen wir es bis ganz nach vorne. Okay? Hände in die Luft. Super! Und es geht los. Ti-duff, ti-duff, ti-duff. Weitermachen. Ti-duff, ti-duff, ti-duff. Ti-duff, ti-duff, ti-duff. Ti-duff, ti-duff, ti... Was ist denn da? Jetzt bin ich aber erschrocken. Schaut mal, da sitzt jemand. Und die trinkt sogar was. Die hat sich hier richtig gemütlich gemacht. Also ich möchte hier oben nicht sitzen. Wir machen lieber schnell weiter. Ti-duff, 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 ti-duff. Nicht aufhören, weitermachen! Ti-duff, ti-duff, ti-duff. Wir haben es gleich geschafft. Ti-duff, ti-duff. Ein letztes Mal. Ti-duff. Wuhu! Zusammen haben wir es tatsächlich nach vorne geschafft. Und jetzt schauen wir hier auch nochmal schnell ins Cockpit rein. Vielleicht sitzt ja dieses Mal ein Pilot am Steuer. Möchtet ihr eigentlich auch Pilot werden? Ha, habe ich mir schon fast gedacht. Pilot ist auch ein richtig toller Beruf. Ja!
hat sie doch viel, viel mehr Knöpfe als in dem anderen Flugzeug. Also, ich könnte kein Pilot sein, aber es macht auf jeden Fall bestimmt richtig viel Spaß, hier überall rumzudrücken. Diep, 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 diep. Hallo, wir heben ab. Diep, 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 diep. Aber auch hier in der Concorde sitzt leider kein Pilot drin. Schaut mal. Da ist der Popo vom Flugzeug. Was ich entdeckt habe, viele bunte Autos, die stehen alle in einer Reihe und ich teste jetzt mal, ob ihr die Farben könnt. Was ist denn das für eine Farbe? Erinnert die euch an etwas? Genau, gelb, wie mein T-Shirt. Oh, die Farbe ist aber schwierig. Kommt ihr darauf? Genau, grau, grau wie eine Maus. Und was haben wir hier für eine Farbe? Braun, genau, braun wie Erde. Und die Farbe kennt ihr garantiert alle, schwarz. Schwarz ist die Nacht, wenn wir alle ins Bett gehen und es ganz dunkel wird. Und was haben wir hier? Ihr seid dran. Genau, weiß, weiß wie der Schnee. Und noch eine richtig coole Farbe, die kennt ihr bestimmt auch alle. Blau, genau, wie der Himmel. Alle Arme nach oben in den Himmel. Und die letzte Farbe für heute, die kennt ihr garantiert alle. Genau, rot. Rot wie ein Herz. Für euch. Wie groß ist denn dieser Monster Truck? Wenn ich mich neben den Reifen stelle, seht ihr das? Der Reifen ist größer als ich. Oh, ich wünschte, ich könnte mit einem echten Monster Truck fahren. Vielleicht schaffe ich das sogar. Wir zählen alle mal bis drei und dann schauen wir, was passiert. Eins, zwei, drei. Wow! Die Fahrt mit dem Monster Truck war jetzt aber total anstrengend. Jetzt machen wir mal ein kleines Päuschen und schauen mal, ob sie vielleicht einen Spielplatz hat. Wow, ein riesen Spielplatz. Da können wir rutschen und klettern und schaukeln. Kommt mit! Juhu! Hallo? Das ist aber gefährlich. Da muss man sich gut festhalten. Geschafft. Ja! Hä? Wartet mal. Habt ihr den Dino auch gesehen? Ich dachte, wir wären in einem Flugzeugmuseum. Da hat's ja sogar Dinos. Könnt ihr alles so machen wie ein Dino? Wow, super! Schaut euch mal diese große Dampflok an. Die fährt heutzutage gar nicht mehr. Heute gibt es nur noch Elektrozüge, wie zum Beispiel der ICE. Und die Dampflok gab es früher. Die ist mit Kohle gefahren. Kommt, ich zeig's euch. Hier seht ihr, wo die Kohle verbrannt wurde. Dadurch konnte ganz viel Dampf entstehen, mit dem die Dampflok sich dann vorwärts bewegen konnte.
Huhu, huhu, der Zug fährt los. Nächster Halt, Endstation. Alle aussteigen. Und jetzt versuchen wir mal gemeinsam diese Dampflokomotive zum Fahren zu bringen. Und zwar, genau, mit der Peppina Zauberkraft. Alle zusammen aufstehen, die Hände in die Luft und Ti-Duff, Ti-Duff, Ti-Duff. Weitermachen, Ti-Duff, Ti-Duff, Ti-Duff. Wow, es funktioniert! Wir haben es geschafft! Alle wie ein Zug. Super! Wir hatten heute so einen tollen Tag im Technikmuseum Sinsheim und es fehlt natürlich noch zum Schluss, genau, eine Runde tanzen und singen und die Orgel spielt sogar unser Peppina-Lied. Wir watschen alle wie ein Pinguin. Es war so ein toller Tag mit euch und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es mal schwer wird, denkt immer dran, die Peppina Zauberkraft zu nutzen. Ti-Duff, Ti-Duff, Ti-Duff. Genau, macht's gut. Tschüss.